Moin, heute machen wir den Special Station Collection Box von Greninja X auf, von Charlotte Fable, was das neueste Set von der Pokémon Company aus. Wie man schon gesagt, der Promo aus der Greninja EX war das richtig, richtig cool Artwork ausgesehen. Er sieht ganz, ganz schön aus. Und dann machen wir die Box hier auf. Kurz die Promo heraus. Hat keiner gesehen von den EX von den Noen. Da ist der Promo-Code für den Kajutsu EX Girl an der Dengo oder Pokémon TCG Online. Hallo, die gute Idee von der Collection Box, und zwar den 5 Booster Packs halt. Also die Collection Box sind insgesamt 5 Boosters. Haben wir schon halt gesehen. Also die 5 Boosters. Wir fangen schon mal mit der Angel Ops an. Rokagung, Golbat, Eviltal, Academy at Night. Oh, bitte gespoilert, mir heißt ja Aceback. Wir fragen mal über die Kyurem schwatzen. Weil die Kyurem aus einem ganz beliebten Kartrag halt, die wird oft als den Lost Box Killer genannt, weil wenn der Gegner zum Beispiel ein Colorless Card spielt, so ein Trainer, dann kostet diese Attacke halt in Colorless Energy. An dieser Attack bewirkt, du kannst drei Pokémon von der Gegner wieder, nämlich 110 Damage. An der Ace Bag ist Dangerous Laser. Dieser Ace Bag ist eher, so ich mal, nicht so gut, weil Kim die vermischt, dass der Gegner dann Burn und Confuse aus. Und Special Effect wird nicht so an der Pokémon-Meta-Karte gespielt. Falls die Special Effect am Meter sind, kann ich feststellen, dass die Karte ganz gut geht. Nächster ist Galavuntula. Und letzter ist Cresselia. Dann kommen wir zum zweiten Pack. Bivia, Sneasel, Eevee. Dusclops ist gerade auch so schon mal berühmt an der Meta, weil du kannst diese Ability benutzen, dann müsst ihr dann 5 Counter, Damage Counter an der Pokémon Gage Pokémon. Aber dafür ist sie Knockout. Wir können noch eine Weiterentwicklung vorhin, dann müsst ihr ganz oder selbst, mir anstatt 5 Damage Counter, müsst ihr dann 13 Damage Counter. Das ist ganz gut mit Glurk spielen oder Trapulta, weil du kannst mehr Damage kontrollieren oder Bank snipen. Sylveon, Wilding Mochi, Malama, Chorus Tenacity, Horsey und eine coole Art von Curious Machination. Ich sehe ganz nice aus mit mir nur. Der Hanna-Konkret sieht ganz, ganz clean aus. Ja, sieht schon nice aus. Ich meine, wir nächstes Pack weiter. Hondon. Stoffel. Jolitic. Persia. Weevil. Slytherin. Cassiopeia, das noch,
Das der Weiterentwicklung von Schwarzschild von diesem Pokémon halt. Wie halt gesagt, habe ich auf 5, war halt 13 und wie gesagt, das ist auch ganz beliebt an dem Meta. Jolteon und Tapu Bulu. Persian, Dusclops, Meowth, Zoroark, Yveltal, Hypno, Babil, Trafzi. Oh, da lass mal ganz, ganz coolen Full Art, Cresselia. Oh, einfach auch Cresselia als Eska. Also ein cooler Holo Feuersüchtig. Mir fällt gerade über die Cresselia-Schwarze, weil die sieht ganz, ganz schön aus. Der Hanne kommt halt, aber wie der mitsteht. Ja, gefällt mir. Ja, wir kommen jetzt zum letzten Pack halt. Hoffen wir jetzt hier ein Nike, einen coolen Card halt. Ja, das Pack wird viel Jobs machen. Eevee, Sidra, Krokung, Golbat, Malma, Genesec. Also Genesec, kann die spielen, weil er verhindert, dass den Gegner ein Ace-Pack spielen kann. Und wieso, wie wir wissen, als Ace-Pack eine richtig starke Karte. Also über Pultex kann die das bestimmt spielen. Hypno, Persian, Bloodmose Luna, und letzte Karte, Zoroark. Und schon mal Holo Energy. Also mein Meinung, die Holo Energy von dieser Seite sieht schon ziemlich nice aus. Aber ja, der Ausbeute sind die drei halt. Also für 5 Booster sind ziemlich gut, mein Meinung nach. Also nicht schlecht. Und das ist halt Greenleaf mal dabei. Mein Meinung nach, es ist gelohnt, das zu kaufen. Und dann bis nächstes Jahr.